Die IG Metall erklärt die Industrie 4.0. Das ist Michael. Michael arbeitet als Ingenieur bei High Power Engines. Dort entwickelt er Elektromotoren. An seiner Arbeit hat sich in letzter Zeit einiges verändert. Immer öfter arbeitet Michael über das Internet in sogenannten virtuellen Teams. In den Teams sind Ingenieure, die nur ein paar Büros weiter sitzen, aber auch Kollegen von Standorten im Ausland. Außerdem schalten sich immer wieder kurzzeitig Entwickler dazu, die nur für ein bestimmtes Projekt engagiert wurden. Dadurch bekommt Michael seine Kolleginnen und Kollegen immer seltener persönlich zu Gesicht. Der Austausch mit Kollegen über eine sogenannte Cloud ist nur ein Beispiel für die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt. Experten sagen, wir befinden uns heute mitten in der vierten industriellen Revolution. Nach den Dampfmaschinen, die die erste industrielle Revolution auslösten, der Einführung der Fließbandarbeit und schließlich der Computer und ersten Produktionsroboter, erleben wir heute das Entstehen der sogenannten Industrie 4.0. Mit Industrie 4.0 bezeichnen Experten die digitale Vernetzung aller Menschen, Maschinen und Produkte, die an einem Wertschöpfungsprozess beteiligt sind. Und das funktioniert so. Wenn Michael mit seinen Kollegen einen neuen Elektromotor entwickelt und getestet hat, werden die Bauteile in der Smart Factory von High Power Engines produziert. Smart Factories, so werden Fabriken innerhalb der Industrie 4.0 bezeichnet. In ihnen tauschen Werkstücke und Maschinen Informationen aus. Die Werkstücke verfügen dazu über Sensoren, die Daten senden und empfangen. Auf diese Weise teilen sie den Maschinen mit, wie weit sie schon bearbeitet wurden und was zu ihrer Fertigstellung noch fehlt. Wenn die einzelnen Komponenten hergestellt sind, geht es an die Montage. Dort arbeitet Michaels Kollegin Lena. Auch Lenas Tätigkeit hat sich stark verändert. Früher hatte High Power Engines nur 10 verschiedene Elektromotoren im Angebot. Heute bietet das Unternehmen über 500 Varianten an. So viele verschiedene Baupläne könnten sich Lena und ihre Kollegen natürlich nicht merken. Ihr Arbeitgeber hat vor kurzem sogenannte Datenbrillen angeschafft. Aha. Diese Brillen leiten die Monteure durch die verschiedenen Montageschritte. Und greift Lena mal zum falschen Werkzeug oder den falschen Schrauben, ertönt ein Warnsignal. Stellt das Unternehmen die Produktion von einer Motorvariante auf eine andere um, wird auf die Datenbrillen einfach die passende Montageanleitung gespielt. Das macht die Produktion sehr viel flexibler. Doch Lenas Arbeit ist dadurch eintöniger geworden. Die Smart Factory macht aber nicht an den Toren eines Unternehmens Halt. Zur Industrie 4.0 gehört, dass die Produktionen verschiedener Unternehmen über das Internet verbunden sind. Ganz so weit sind wir zwar noch nicht, doch die allumfassende Vernetzung ist nur eine Frage der Zeit. Was aber bedeutet Industrie 4.0 für Menschen wie Lena und Michael? Der technische Fortschritt könnte viele Tätigkeiten überflüssig machen. Vor allem An- und Ungelernte in der Produktion könnten davon betroffen sein, aber auch Verwaltungstätigkeiten könnten digitalisiert werden und verschwinden. Es besteht das Risiko, dass die Menschen zu Anhängseln der Maschinen werden und die Roboter den Takt vorgeben. Die IG Metall sagt, die Zukunft ist nicht vorbestimmt. Wir können sie gestalten. Gemeinsam können IG Metall, Betriebsräte, Beschäftigte und Unternehmen alles daran setzen, dass möglichst viele Beschäftigte von der Digitalisierung profitieren. Etwa durch neue Regeln beim Arbeits- und Datenschutz sowie bei der Arbeitszeit. Auch Qualifizierung, die richtige Entgelteingruppierung sowie Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung sind wichtige Themen. Und nicht zu vergessen, die Gestaltung guter Arbeit. Denn die Beschäftigten dürfen vom technologischen Fortschritt nicht abgehängt werden. Gemeinsam für gute Arbeit 4.0. IG Metall.